Artikelnummer SCP-082. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Es wurden extra vergrößerte Wohnquartiere im bewaffneten biologischen Eindämmungsbereich 14 für die Unterdrückung und Befriedigung von SCP-082 bereitgestellt. Während Standardwaffen bei der Kontrolle von SCP-082 nur geringe Wirkung zeigen, konnte eine Zusammenarbeit mit SCP-082 durch den Einsatz von Lügen erreicht werden. Das Subjekt glaubt derzeit, dass es zum König von Frankreich ernannt wurde und dass seine gegenwärtige Verwahreinheit eigentlich ein großer Palast ist, der zu seinem Schutz errichtet wurde. Alle Mitarbeiter, die mit dem Subjekt interagieren, müssen über die Charade informiert sein und sie sind angewiesen, nicht von dem Lügennarrativ abzuweichen. Das Reinigungspersonal darf nur aus D-Klasse-Mitarbeitern bestehen. Dem Wachpersonal, das mit der Verwahrung von SCP-082 betraut ist, wurde eine Level-2-Freigabe verliehen. Von einer direkten Interaktion mit SCP-082 wird allerdings abgeraten. Beschreibung: SCP-082 ist genetisch gesehen ein Mensch. Allerdings ist es durch einen unbekannten Prozess, entweder chemischer, hormoneller, krebsartiger oder übernatürlicher Natur, zu einem riesigen Maß gewachsen. SCP-082 ist etwa 2,4 Meter groß und wiegt über 310 Kilogramm. Sein Körperbau ist stark unproportional. Es besitzt einen leicht spitzen, kahlen Kopf, ein großes abgerundetes Kinn und Kiefer, eine Knollennase und dunkle, eingesunkene Augen. Das Subjekt ist übergewichtig, besitzt aber auch eine große Menge an Muskelmasse. Die Unterarme sind muskulös und gefährlich und haben einen Umfang von ca. 71 cm. Die Breite der Faust des Subjektes beträgt entlang der Knöchel fast 30 cm. Obwohl die Füße groß sind, sind sie im Verhältnis zum Körper des Subjektes klein, Schuhgröße 48. Die Haut des Subjektes ist dunkel gebräunt und das allgemeine Erscheinungsbild weist zahlreiche Narben auf, die das Ergebnis jahrelanger Versuche zur Verwahrung und Eindämmung darstellen. Die meisten Röntgenaufnahmen waren aufgrund der hohen Dichte des Muskelgewebes schwer zu interpretieren, aber Scans haben unzählige Kugeln und sogar mehrere Messer und Schwertklingen im Fleisch von SCP-082 gefunden. SCP-082 bezeichnet sich selbst als Fernar und spricht fließend Französisch und stark akzentuiertes Deutsch. Wenn es spricht, tut es dies durch seine riesigen, zusammengebissenen Zähne. SCP-082 öffnet seinen Kiefer nur zum Verzehr von Nahrungsmitteln und um zu singen. Die Lieder, die das Subjekt je nach Laune singt, reichen dabei von in Vergessenheit geratenen viktorianischen Kneipenliedern bis hin zu modernen Klassikern. Typischerweise singt SCP-082 bei der Zubereitung und dem Verzehr von Nahrungsmitteln. SCP-082 kämmt das Haar an den Seiten seines Kopfes nicht, schneidet es aber regelmäßig. Außerdem rasiert es sich das Gesicht mit einem großen Metzgermesser, welches ursprünglich für die Zubereitung von Speisen vorgesehen war. Es ist zu bemerken, dass selbst die Gesichtsbehaarung riesige Ausmaße hat. Ein einzelnes Haar ist Millimeter dick, ähnlich der Dicke und dem Aussehen von Graphit in einem Druckbleistift. Gelegentlich presst SCP-082 seine Zähne so stark zusammen, dass es zu Zahnfleischblutungen kommt. Der Grund für dieses Verhalten ist jedoch nicht bekannt und es wird daher als normal angesehen. SCP-082 verhält sich sehr freundlich und sorglos. Es hat während seiner Zeit in Verwahrung eine umfangreiche Garderobe angehäuft und kleidet sich gerne in vielen verschiedenen Modestilen, darunter formelle Kleidung, Militäruniformen, Clownskostüme und Damenkleidung. Neue Kleidungsstücke sollten auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Das Objekt versucht oft zu scherzen, ist meist höflich zu Mitarbeitern und lädt sie oft zum Abendessen ein. Das besuchende Personal sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass SCP-082 jederzeit in der Lage ist, andere anzugreifen und mit unersättlichem Appetit zu verzehren. Das Subjekt entschuldigt sich oft für seine Manieren, wenn es durch das Verschlingen des Kopfes seines Gesprächspartners ein Gespräch unterbrochen hat und bringt dabei sein Quartier durcheinander. Der Kiefer von SCP-082 ist stark genug, um Knochen zu brechen und es scheint eine Vorliebe für Schädel zu besitzen. Die Angriffe erfolgen scheinbar zufällig und ohne Motivation. Ob das Subjekt in letzter Zeit gegessen hat oder nicht, scheint keinen Einfluss auf dieses kannibalistische Verhalten zu haben. SCP-082 ist nicht in der Lage, Fakten von Fiktionen zu unterscheiden, wenn diese in geschriebener Form oder innerhalb von Fernsehprogrammen oder Filmen präsentiert werden. Bei mehreren Gelegenheiten hat SCP-082 den großen Wunsch geäußert, seine Lieblingsperson, Hannibal Lecter, persönlich kennenzulernen. Das Subjekt ist davon überzeugt, dass alle Fernsehprogramme eine Art Reality-TV sind. Obwohl das Subjekt eine erhöhte Intelligenz in Form von Gedächtnis- und Rätsellösungsfähigkeiten gezeigt hat, übersteigen die Konzepte von Parodien, Satire und Fiktion sein Verständnis.
SCP-082 versteht allerdings offenbar das Konzept des Lügens. Es hat gezeigt, dass es weiß, wann andere offen lügen, und erzählt im Allgemeinen offensichtliche Unwahrheiten, wenn es nach seiner Vergangenheit gefragt wird. Laut SCP-082s eigener Aussage ist es ein Vampir, ein Homunculus, ein großer Vogel, André der Riese, Napoleon, Obelix, Dr. Bright, der Hulk, Alexander der Große, Captain Hook, Sherlock Holmes, Dr. Frankenstein, Frankensteins Monster. Auf diese Lügen hingewiesen, antwortet das Objekt stets mit der gleichen Ausrede: Aber ich lüge nur, wenn es durch meine Zähne geht.